So, einen von dreien haben wir schon. Sprechen wir doch am besten mal jetzt mit der paranoiden Inkarnation. Warum nicht? Interessiert mich mal. Der Mann vor dir gleicht dir, aber sein Rücken ist gebeugt, als hätte er ständig Angst, geschlagen zu werden. Er sieht dich argwöhnisch an, als du dich näherst. Er zischt und seine Hände verkrampfen sich, als wolle er dich erwürgen. Seine Arme sind schrecklich verätzt und vernarbt, als wäre sie in Säure getaucht worden. Sein linker Arm sieht so aus, als hinge er fast an einem Pfaden. Ja, Pfaden. Wer bist du? Wisse, dass du hier nicht lange existieren wirst. Du Dieb! Spucke sprüht aus seinem Mund und sein Gesicht verzerrt sich zu einem wahnsinnigen Grinsen. Irrgänge, Reue und Tod sind alles, was es hier gibt. Was meinst du? Du bist ein Dieb! Die Hände der Inkarnation verdrehen sich, als wären sie um deinen Hals geschlungen. Ich werde spüren, wie deine Halswirbel meinen Finger zerbrechen. Gib mir meinen Körper zurück. Du trägst meinen Körper wie einen Mantel und du machst mir Schande. Ich bin kein Dieb, ich habe dir gar nichts gestohlen. Du hast alles gestohlen. Ich bin auf den Straßen der Ringstadt erwacht und alle, die mich sahen, kannten mich. Er holt röchelnd Luft. Alles, was du getan hast, alle, die du verletzt hattest, sie alle warteten auf mich, gaben mir die Schuld, taten mir weh, bis ich die Stimme nicht mehr aushielt. Seine Stimme greift in die Luft, da musste ich sie zum Schweigen bringen. Du bist derjenige, der die Falle in den Sinnstein für mich gelegt hat, nicht wahr? Und das dodekaedische Journal in den mit den Fallen. Er schielt dich misstrauisch aus einem Auge an. Es scheint so, als ob er schon ein Anblick ihm Unbehagen bereitet. Damit ich diesen Ort verlassen kann, musst du wieder ein Teil von mir werden. Wirst du das tun? Warte mal, du bist erstmal, sprechen wir kurz an mit seinen vergangenen Taten und seinen vergangenen Taten, weil das interessiert mich erstmal mehr als die Vereinigung. Du bist derjenige, der Jannes Erbe angezündet hat, nicht wahr? Du hast versucht, mein Erbe zu zerstören. Ich habe die falschen Papiere verbrannt. Ja, noch mehr Lügen. Lügen über meine falschen Leben. Okay. Die Falle des Sinnsteins. Du bist es, der sie für mich gelegt hat, stimmt's? Ja, er lächelt böse. Einfache Falle. Falle für jemanden, der nicht sterben kann. Gedankenfalle. Eigentlich war es ganz leicht zu entwischen. Das Lächeln friert aus seinem Gesicht der Inkarnation ein. Du lügst? Nein, es war erbärmlich einfach. Ich konnte mühelos entkommen. Du lügender Dieb! Seine Augen funkeln wie Feuer und du siehst, wie er seinen linken Arm ergreift. Er zieht daran und die Naht in der Schulter beginnt aufzureißen. Was? Oh. Wir hauen uns jetzt gegenseitig. Oh. Lass es nicht so enden. Er nicht. Er haut einfach mich. Vielleicht soll ich den Teil nicht angehen. Ich wurde außer Gefecht gesetzt und kann das Spiel nicht fortsetzen. Vielleicht lade ich das Ganze mal. Also übrigens, oh, interessant, dass ich übrigens laden oder beenden konnte. Ich fühle mich stärker. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Vielleicht soll ich das einfach mal machen. Wow, klappt ja super. Ach, Aufstieg um eine Stufe, natürlich. Fähigkeit zum Einbringen von Zaubern haben zugewonnen. Ich habe einen Charakterpunkt, Trefferpunkt zugewonnen. Ein weiterer Charakterpunkt, endlich. Was will ich tun? Was will ich tun? Was will ich tun? Will ich intelligenter werden? Will ich weiser werden? Will ich endlich am besten charismatischer werden? Was wäre denn, wenn ich 20 hätte? Immer noch sehr, sehr gut. Ich könnte geschickter werden, obwohl es wahrscheinlich auch nicht mehr so überdurchschnittlich könnte ich werden. Na doch, warum nicht? Ich kann meine Konstitution erhöhen. Das bringt mir, glaube ich, keinen weiteren Boost. Ich werde aber mal eins geschickter. Warum nicht? Komm. Wichtiger ist allerdings, kann ich mich kurz mal hier regenerieren? Ich kann mich regenerieren. Das heißt, ich kann mein Magiebuch neu bestücken. Weg. Einfach mal, was haben wir noch hier so? Erster Grad, zweiter Grad, dritter Grad, vierter Grad. Kann ich mir was Neues reinmachen? Fluchbrechen, Kraftgeschoss. Was war denn mal die schwarze Sphäre? Nimm, Reichweite 10 Meter. Dieser Zauber illustriert die Macht der Kraft in den Wellenförmigen, bla. Die in wellenförmigen Kraftschütter in deinem Umkreis von 3 Metern nicht nur Schaden verursachen, sondern die Zielobjekte auch einsperren können. Mit diesem Zauber kann der Anwender eine schwarze Kraftsphäre erschaffen, die dann explodiert und auf alle Wesen innerhalb eines Radius von 10 Meter 1-4 Schadenspunkte plus 1 Punkt pro Stufe des Anwenders, was auch immer gerade bei der Stufe sein mag, sagen wir mal 10, anrichtet. Wesen, die keinen Rettungswurf gegen Zauber durchführen, sind während der Wirkungsdauer des Zaubers in einer Kraftsphäre in einem Radius von 3 Metern gefangen. Selbst wenn sie einen Rettungswurf durchführen, erleiden sie immer noch Schaden durch die schwarze Sphäre selbst. Das finde ich ganz interessant, aber es bringt das Kraftgeschoss. Reichweite 30 Meter plus viel.
Wie das magische Geschoss erzeugt auch dieser Zauber eine magische Kugel, eine Kugel magischer Energie, die ihr Ziel auch dann treffen und ihm 2 bis 8 Schadenspunkte zufügen wird. Wenn ein Rettungswurf durchgeführt wird, dann explodiert sie mit einem widerhallenden Knall, der pro Stufe des Anwenders einen Schadenspunkt in einen Radius von 1 Meter anrichtet. Wenn ein Rettungswurf durchgeführt wird, wird die Wirkung dieses Knalls aufgehoben. Der Zauber erstellt auch das, ich glaube, das finde ich besser als das, als die schwarze Sphäre tatsächlich. Weil ich eigentlich niemanden gefangen halten möchte, sondern einfach hauptsächlich mit Zaubern behaken möchte. Hier haben wir einen weiteren Punkt. Enol-Evas Verdoppelung. Der Zauber ist in Wirklichkeit eine komplizierte mathematische Gleichung, die zufällig von Modronen Enol-Eva bei seiner Berechnung zum Vervielfältigungsfaktor verschiedener algebraischer Formeln entdeckt wurde. Kommen wir gleich mal zum Punkt. Der Zauber betrifft nur ein einzelnes Ziel. Ach nee, warte mal. Mit dieser Gleichung können alle nachfolgenden Aktionen verdoppelt oder dupliziert werden. Bei Konfrontation erscheinen alle sämtliche körperlichen oder magischen Angriffe verdoppelt mit der zweifachen Schadensmenge. Mhm. Das heißt, ich könnte, erst diesen Zauber wirken. Mache ich mal. Und danach irgendeinen super heftigen, keine Ahnung, weiß, Feuerstrahl auf ihn wirken, der wird dann doppelt so viel Schaden machen. Warum eigentlich nicht? Was braucht eigentlich nochmal Wüstenhölle? Dieser Zauber ruft die glühende Hitze der Wüstenebenen auf, die alle Feinde in Sichtweite verbrennt. Feinde innerhalb der Reichweite müssen einen Rettungswurf gegen Zauber durchführen, sonst erleiden sie 4 bis 40 Punkte Schaden. Okay. Ja, dann bleiben wir doch mal dabei. Stufe 6 kann ich nicht mehr machen, Stufe 7 auch nicht, Stufe 8 kann ich immer noch nicht. Gut, das dazu. Ich hätte gerne meine Mechaniskanone angewendet. Kann ich aber nicht. Yeah. Gut, dann einmal rasten. Dann speichern. Und dann sprechen paranoiden Herren nochmal an. Wer bist du? Hab ich. Was meinst du? In Ordnung, ich bin kein Dieb. Einmal das. Genau. Du hast das Erbe angezündet. Es gibt andere Dinge, die ich messen möchte. Gut, dann mit die Falle sprechen wir mal an. Okay, ich möchte andere Dinge wissen. Kommen wir nämlich gleich weiter. Wunderbar. Was mit deinem linken Arm eigentlich passiert? Er blickt einen Moment lang auf seinen Arm hinunter, dann sieht er wieder auf und lächelt. Ist immer wieder abgefallen, also muss ich wieder annähen. Ah ja. Komischerweise, wir haben ja schon einen von deinen Armen. Dürfen wir noch dabei haben, soweit ich weiß. Was weißt du eigentlich über die andere Inkarnation? Diebe, sie sind Diebe, sie alle, und die Diebe werden sterben. Es gibt ein paar Dinge, die ich wissen möchte. Oh, Sprache der Ujo, unterhalten wir uns privat, nur wir beide. Stimmt, die Sprache habe ich ja gelernt. Als du die Sprache der Ujo sprichst, weiten sich die Augen der Inkarnation, sie starrt dich an. Nach einem Moment des Schweigens antwortet sie in derselben Sprache. Nur ich kenne die Sprache der Ujo, wieso kennst du sie? Du hast recht, du bist derjenige, der die Sprache der Ujo spricht. Wenn ich also die Sprache spreche, dann musst du ich sein. Es schweigt und starrt dich an. Es sind diese anderen, die nicht du sind, denn sie sprechen nicht die Sprache der Ujo. Er nickt langsam. Ich höre dich. Dieser Ort verzerrt die Wahrnehmung. Wir sind beide du und wir müssen jetzt eins werden. Oh, das ist natürlich sehr günstig. Er sieht verängstigt aus. Ich. Seiner Überraschung spricht er jetzt wieder normal. Die verschiedenen Tonfälle seiner Stimme sind verschwunden. Sie ist ruhig, gelassen und fast wie deine eigene. Ich will nicht mehr so leben. Das musst du nicht mehr. Alle Schmerzen, alle Sorgen und alle Qualen deiner Existenz, ich werde sie alle hinwegwischen. Du hast viel gelitten. Du wurdest in eine Welt geboren, wo nichts einen Sinn ergab, wo Fremde behaupteten, sie würden dich kennen. Sie machten dich für Dinge verantwortlich, von denen du nichts wusstest, und sie versuchten, dich zu verletzen. Genau. Er sieht dich an, und du beobachtest, wie die Inkarnation ihren verrückten Glanz verliert und die Augen fast wie deine werden. Ja. Jetzt werde ich dich schützen. Du wirst endlich Frieden kennen, denn das ist alles, was du je wolltest, nicht wahr? Die Inkarnation entspannt sich mit deinen Worten, seine Augen werden ruhiger, als er in die deinen blickt. Du vernimmst ein leises Flüstern und er fällt auf die schwarzen Steine. Als er zusammenbricht, verspürst du ein seltsames, kribbelndes Gefühl im Hinterkopf. Plus 1 Stärke, plus 1 Konstitution, oh wie günstig. Eine Flut von Erinnerungen, 64.000 Erfahrung natürlich. Stärke und Gefühle stürzen auf dich ein. Du reißt dich zusammen, dir ist ein Augenblick lang schwindelig, dann siehst du wieder klar und du bist wieder du selbst. Leb wohl. Das war doch mal sehr erbaulich. Sprechen wir doch mal die gute Inkarnation an. Mal schauen, was bei ihm der Trigger ist, wenn er sich mit mir vereint. Der Mann vor dir sieht dir ähnlich, aber sein Gesicht sieht irgendwie ruhiger aus. Er lächelt leicht, als du näher kommst und nickt dir wohlwollend zu. Geht es dir gut? Der Mann, wer bist du?
Hatten wir jemals einen Namen oder war das nur der erste von uns? Der Mann kichert leise. Wisse, dass ich in dieser Angelegenheit euer Verbündeter. Wisset, dass ich in dieser Angelegenheit euer Verbündeter bin. Ich bin wie die anderen hier in deinem Geist gestorben und dieses Hirngespinst hier ist alles, was übrig bleibt. Aber wer bist du? Ah, sein Lächeln erstirbt und er sieht dich besorgt an. Das muss etwas verwirrend für dich sein. Lass es mich dir erklären. Ich bin eine von deinen Inkarnationen. Ich war einmal verschollen. Jetzt bin ich wieder hier. Wie ist das möglich? Ich weiß es nicht. Was auch immer du in der Festung berührt hast, hat Stücke von dir selbst an die Oberfläche gebracht. Er schweigt einen Moment überlegt. Einer der anderen könnte wissen, wie das entstanden ist, aber ich verstehe es nicht. Wenn du ein Teil von mir bist, dann muss ich ein paar Dinge wissen. Frag. Ich habe zahllose Leben gelebt. Warum sind hier nur drei Inkarnationen? Ich weiß es nicht. Vielleicht waren wir die drei Stücke, die irgendwie noch in deinem Geist anwesend waren. Anwesend wie? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass Spuren der früheren Persönlichkeit in deinem Geist zurückbleiben, wenn wir sterben. Und ich weiß, dass wir manchmal unsere Anwesenheit spüren lassen. Wie denn? Wenn du dich in Gefahr begibst oder kurz vor deiner Entdeckung standest, konnte ich mich beispielsweise bemerkbar machen und dich in die richtige Richtung lotsen. Dann warst du also das kribbelnde Gefühl, das ich die ganze Zeit im Hinterkopf gespürt habe. Ich kann es unmöglich beschreiben, wie es sich für dich angefühlt hat, aber es ist möglich, ja? Dann würde ich gerne etwas anderes wissen. Vorhin hast du gesagt, wenn wir sterben, bleiben unseren Geist Spuren zurück. Das hat euch alle hergeholt, stimmt's? Mein Verständnis ist vielleicht nicht vollkommen, aber ja, das scheint der Fall zu sein und wir können es auf kleine Weisen bemerkbar machen. Das ist also möglich, dass der erste von uns, der echte von uns, vor all den Inkarnationen noch irgendwo in meinem Geist begraben ist? Oh, sehr viel Erfahrung. Der Ausdruck auf dein Gesicht der Inkarnation schwankt für einen Moment, aber er ist wie ein Fenster und du wirst dir plötzlich bewusst, mit wem du sprichst. Du warst der erste von uns. Die Augen der Inkarnation nehmen einen gehetzten Eindruck an und sein Blick wendet sich von dir ab. Ich weiß, was du denkst, aber das stimmt nicht. Du denkst, dass es dir an diesem Ort irgendwie helfen würde, wenn du den Geist des Ersten von uns kennen würdest. Das wird es nicht. Aber warum? Ich habe so viele Fragen, die du beantworten kannst. Warum bist du unsterblich geworden? Warum? Weil wenn wir sterben, wirklich sterben, die Inkarnation sieht zu dir auf und deine Augen sind wie Stahl. Das Königreich des Todes wird nicht das Paradies sein, nicht für uns. Wenn du mit den anderen sprechen würdest, die hier waren, dann wisse, dass ein Bruchteil ihres Lebens wie ein Tropfen Wasser wäre im Vergleich zu dem Bösen meines Lebens. Dieses eine Leben hat selbst ohne die Tausende von anderen der Ewigkeit einen Sitz in den unteren Ebenen verschafft. Aber du scheinst so viel ruhiger, so voller guter Absichten. Ich bin so geworden, ja, weil für mich seine Stimme bekommt ein seltsames Echo. Es ist Reue, die das Wesen eines Menschen verändern kann. Er seufzt. Aber es war zu spät. Ich war bereits verdammt. Ich habe festgestellt, dass es nicht ausreichte, mein Wesen zu verändern. Ich brauchte mehr Zeit und ich brauchte mehr Leben. Also kam ich zu der Größten der Grauen Schwester und bat sie um ihren Segen. Er sollte mir helfen, lange genug zu leben, um all den Schaden, den ich angerichtet hatte, wieder gut zu machen und mich unsterblich zu machen. Und Ravel auch. Aber als sie zum ersten Mal deine Unsterblichkeit auf die Probe gestellt und dich getötet hat, hast du alles vergessen. Alles. Er macht einen gebrochenen Eindruck und seither sterben die Ebenen. Es gibt viele Verbrechen und das ist meine Schuld. Das sind so viele Fragen, die ich dir stellen will. Wer bist du? Wie war dein Leben? Wer... Die Inkarnation schüttelt den Kopf und schneidet dir das Wort ab. Wenn ich einmal nicht mehr bin, wenn ich mit dir verschmelze, dann bekommst du die Antworten, die du suchst. Es kann einige Zeit dauern, bis du alles verstehst, aber sie sind da. Er lächelt reuevoll. Es ist schwierig, ein Leben mit Worten zu vermitteln. Also gut, wir werden eins bei ihr werden. Bist du bereit? Noch eins. Eine letzte Sache. Nur diese eine. Die Inkarnation schweigt einen Moment, während sie deine Gesichtszüge mustert. Bevor ich mich wieder der Vergessenheit anvertraue, würde ich gerne etwas wissen. Dafür kann ich ein wenig Zeit verübrigen. Was willst du wissen? Er betrachtet deine Augen mit feierlichem Gesichtsausdruck. Hast du dein Leben gelebt? Das kurze Leben, das du hattest, am Ende, war es das wert? Nein. Ich wurde an einem schrecklichen Ort wiedergeboren und ich bereue, dass ich gelebt habe. Es schien so... kurz. Das Wenige, das ich erfahren habe, habe ich genossen und ich möchte es nicht missen. Ob ich all die Dinge genossen habe, die mir widerfahren sind, will ich mal irgendwie bezweifeln, aber okay. Ich bin zu viel umhergereist, um es wirklich zu genießen. Vielleicht, wenn diese Angelegenheit beendet ist. Deine Frage ist unwichtig. Ich würde jetzt gehen. Dieses Leben scheint mir und anderen nur Leid gebracht zu haben. Mir wäre es recht, wenn es enden würde und die Ebene wieder ihren Frieden hätten. Ich glaube, das ist das Richtige, ja. Weisheit dauerhaft erhöht. Weitere 32.000 Erfahrungen.
Er nickt und einen Moment lang denkst du, er wolle etwas sagen. Dann bricht er zusammen. Sein Leben verlässt ihn und verschmilzt mit deinem. Als er auf die schwarzen Steine fällt, spürst du ein seltsames Gefühl in deinem Hinterkopf, das dich erschauern lässt. Und du weißt, dass die Inkarnation nun nicht mehr existiert. Ich fühle mich stärker. Erneut bin ich eine Stufe aufgestiegen. Ich hoffe. Oh, Dayonara ist auch noch da. Die Fähigkeit zum Einbringen von Zaubern haben zugenommen. Ganz wichtig. Ich kriege wieder einen Punkt. Wenn ich jetzt hier auf... Nee. Aber ich jetzt konnte noch... Nochmal eins erhöht er mich dann überdurchschnittlich, was auch ganz cool ist. Bei Intelligenz ändert sich nichts, bei Charisma ändert sich nichts, bei Stärke würde sich wahrscheinlich was ändern. Weisheit. Deine Weisheit kennzeichnet dich als eines der weisesten Wesen im Multiversum. Du gewinnst einen riesigen Bonus zu allen erreichten Erfahrungspunkten. Zu einfach aus Prinzip mache ich das, weil es so geil klingt. Okay. Kommen wir nun zum Magiebuch. Ich würde hier gerne noch einen weiteren Klingensturm hinzufügen. Ist hier noch irgendwas, was ich noch einfügen könnte? Ja, nochmal ein Kugelblitzsturm. Und endlich. Es ist vollbracht. Meine Mechanus-Kanone ist mein. Endlich. Die wahre und logische Gerechtigkeit von Primus soll allen Unlogischen zuteil werden, indem reine Energie von Mechanus widerfährt. Dieser Zauber beschwört die ultimative Form der Angleichung von Primus. Eine gewaltige Energieexplosion, die aus dem Herzen von Mechanus kommt, feuert über ein Portal auf das vom Anwender bestimmte Ziel. Das zeitweilig existierende Portal öffnet sich 3 Meter vom Zielobjekt entfernt und Mechanus-Kanone logische Gerechtigkeit wird freigesetzt, um 30 bis 90 Schadenspunkte ohne Rettungswurf zu verursachen. Und ich liebe diesen Zauber, weil er gegen mich eingesetzt wurde und mich sofort getötet hat. Oder fast sofort getötet hat, glaube ich. Alternative Meteorhagel. Meteore aus dem ganzen Multiversum werden herbeigerufen, um Tod und Verderben auf die Gegner des Anwenders niedergehen zu lassen. Dieser Zauber ruft einen heftigen Meteorregen hervor, der alle Feinde in Sichtweite bombardiert und ihnen einen Schaden von 10 bis 120 Punkten bzw. die Hälfte dieses Schadens zufügt, wenn sie einen erfolgreichen Rettungswurf gegen Zauber durchgeführt haben. Das wäre natürlich ein geiler Zauber, wenn ich überlege, wenn ich davon ausgehen müsste, gegen mehrere Gegner zu kämpfen. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, deswegen bleibe ich erstmal bei der Mechanus-Kanone. Todesblitz. Der Tod kann verschiedene Formen annehmen, aber keine ist so schmerzhaft wie diese. Denn selbst wenn man der Berührung des Todes entgeht, wird sie noch immer ein Zeichen hinterlassen. Dieser Zauber ruft einen magischen Blitzschlag tödlicher Energie hervor, der ein ausgewähltes Ziel tötet, wenn es keinen erfolgreichen Rettungswurf gegen Zauber durchführt. Selbst nach einem erfolgreichen Rettungswurf wird dem Opfer ein Schaden von 10 bis 60 Punkten hinzugefügt. Das ist natürlich auch eine coole Idee, aber ich bleibe trotzdem damit Mechanus genommen, weil ich so lange darauf hingearbeitet habe. Und es gibt immer noch einen weiteren Zauber, himmlische Heerscharen, die ich nicht mehr erlernen kann. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich es geschafft habe bisher. Ich bin so glücklich, dass ich direkt mal einen Zwischenspeicherstand angehe und erledigt. Noch kurz auf die Zeit gucken. Ja, kurz vor 7, okay. Ich spreche da mal kurz mit... Nee, ich spreche jetzt mit Dayonara? Nee, tut mir leid, ich habe leider keine weitere Zeit mehr, um jetzt in Ruhe tatsächlich noch dieses Spiel wahrscheinlich zu Ende zu führen. Ich schätze mal, dass es nicht mehr wirklich lange dauert. Ich nehme an, ich werde mit Dayonara noch sprechen, da werde ich wahrscheinlich relativ schnell zum Endkampf kommen. Dafür möchte ich aber ein bisschen mehr Ruhe haben und das werde ich also erst lieber morgen machen. Weil ich vielleicht noch mal eine Stunde übrigen kann für das Ganze. Und ich gehe davon aus, dass ich auch noch eine Weile für die letzte Folge wahrscheinlich reden werde. Deswegen möchte ich es gerade jetzt mal nicht machen. Ich hoffe, ihr versteht das. Wir sehen uns also für mich morgen, für euch trotzdem gleich natürlich wieder. Bis gleich.